Ja, heute zieht es mich mal in der Höhe, 15 Meter auf dem Riesenrad. Ich bin ausgerüstet, kommt mal mit mir mit. Das ist hier jetzt einer der Strahler. Wir haben über 1000 Stück hier am Riesenrad. Und das ist Teil einer Idee. Und zwar, es fängt die dunkle Jahreszeit jetzt an, Oktober, November. Was macht man dagegen? Hier im Park hatten wir die Idee, darauf mit Licht zu reagieren. Wir haben über 1000 Lichter hier verteilt im ganzen Park. Und es sind solche Skulpturen gebaut worden. Es haben über 6 Künstler aus China über 5 Wochen gearbeitet, haben eine spezielle Seide geschnitten, haben Skelette von Tieren gebastelt aus Eisen und die mit dieser Seide ummantelt, um euch, unsere Besucher, zu begeistern mit dieser neuen Idee. Und die wird fantastisch sein, kann ich euch versprechen. Aber mir ist auch der allerletzte Strahler auch sehr, sehr wichtig, weil es muss einfach alles stimmen. Hallo Jungs, es sind nur noch wenige Stunden. Ja. Was meinen Sie? Kriegen wir das hin? Natürlich, wie immer. Wie viele sind kaputt? 3, 17. Oh, hier läuft schon wieder was. Ja, okay, perfekt. Jetzt geht voran. Super. Und jetzt ist es soweit. Es ist 18.30 Uhr. Es kann losgehen. Wir starten unsere Lichtersafari. Mehr als 1000 Meter Lichterketten wurden hier eingebaut, um diese Atmosphäre zu schaffen. Afrika trifft China, und zwar mitten in Europa, im Serengeti-Park. Hier greifen wir mit der Lichtersafari eine Jahrtausende-Tradition aus China wieder auf. Also die dunkle und winterliche Jahreszeit mit was Fröhlichem zu begrüßen. Und dazu gibt es die Möglichkeit, auch mit unseren Fahrgeschäften zu fahren. Und das alles könnt ihr erleben bis 12. November. Ich freue mich auf euch.